Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir werden heute zusammen ein paar Herzschmerzmomente kreieren. Wir werden hier ein paar Buchherzen brechen. Ich habe nämlich ein paar Bücher aussortiert und wie ihr wisst, fällt mir das immer sehr, sehr schwer. Aber ich habe vor, mein Bücherregal etwas umzustrukturieren und deshalb, ja, müssen da im Vorfeld schon mal ein paar Bücher weichen, beziehungsweise werde ich euch einfach wieder zu den Büchern dazu erklären, warum ich es aussortiert habe und warum, ja, warum meine Entscheidung so ausgefallen ist, wie sie ausgefallen ist. Starten wir mit dem ersten Buch, das da wäre Dirty Headlines von Elsie Sheen. Das habe ich im Mai oder Juni gelesen und eigentlich hat es mir auch ganz gut gefallen, aber jetzt kommt mein Monk wieder zum Vorschein. Ich habe von der Autorin ja bereits die All Saints High-Reihe und die Sinners of Saint-Reihe und wer die Bücher kennt, die sind halt alle in Pastelltönen und viel mit Weiß in Weiß gehalten. Und das hier ist das erste von ihr, das nicht dieser Farbe entspricht. Dementsprechend steht es auch nicht im Regal bei den anderen Reihen. Das hat mich die ganze Zeit schon so ein bisschen gestört. Ja, jetzt möchte ich mein Regal umstrukturieren, weil ich einfach so viele Lux-Bücher habe, die nicht mehr richtig reinpassen in mein System. Und dann bin ich mal die Reihe durchgegangen, auf welches Buch ich verzichten könnte, wollte, würde. Und da ist meine Wahl einfach auf Dirty Headlines gefallen, weil einfach ein Buch zu viel in meinem Regal steht. Da kommt nämlich jetzt noch der letzte Band der Midnight Chronicles, der einen Platz braucht. Und, muss ich mal gerade gucken, genau, Drowning in Stars, da fehlt mir noch der zweite Band, Swimming in Light heißt der, glaube ich. Und die beiden müssen noch da oben rennen. Und jetzt kam der Saarländer in mir wieder raus, die müssen noch da oben rein. Und ja, deshalb, weil das hier auch einfach ein Einzelband ist, wird der auch ausziehen. Auch ausziehen wird Zimt auf den ersten Sprung, verliebt von Dagmar Bach mit diesem wunderschönen Buchschnitt. Ja, er ist wunderschön und ja, ich würde das Buch auch rein optisch behalten. Aber es ist der erste Band der zweiten Staffel und ich habe die erste Staffel nicht und die erste Staffel hat vermutlich auch keinen solchen Buchschnitt. Das heißt, das Buch würde immer irgendwie ein Exot sein, kann man das so sagen. Ja, und das hat mich die ganze Zeit auch so ein bisschen gestört. Jetzt habe ich mich die Tage während meiner Corona-Einbunker-Aktion mit einer Freundin unterhalten und deren Tochter ist jetzt auch gerade so in einem Alter, wo man solche Bücher lesen könnte. Und ich habe ihr ein paar zusammengestellt aus meinem anderen Buchregal, wo noch welche sind, die halt eher so Young Adult oder ja, Jugendbuch, Liebesgeschichte, die erste große Liebe und so Thematiken befassen. Und wenn ich mich die Tage mit meiner Freundin treffe, dann wird sie auch dieses Buch hier mitkriegen, weil ich einfach weiß, ich werde es jetzt nicht nochmal lesen und es wird einfach die ganze Zeit nur hier rumstehen. In meinem anderen Regal, weil es einfach ein Exot ist. Und die Tochter freut sich mit Sicherheit sehr drüber, ein neues Buch zu bekommen. Genau wie Zimt ist auch Mehr als du denkst ein Rezensionsexemplar gewesen. Daher werde ich die auch nicht verkaufen. Ja, Mehr als du denkst wird morgen, ich gehe mal davon aus morgen, in den Bücherbaum bei meiner Mutter in der Straße wandern, weil die aktuell noch auf meinen Hund aufpasst, zusammen mit meinem Bruder. Weil ich ja die ganze Zeit nicht raus durfte. Und ja, wenn ich eh gerade schon dorthin unterwegs bin, dann wird das Buch auch
dort hineinwandern und auf einen neuen Besitzer warten. Ich fand das Buch nicht schlecht, mir gefällt auch das Cover, aber ich werde es nicht ins Regal stellen. Ich kenne mich, es ist so, es hat jetzt auch die ganze Zeit in meinem Regal im Schlafzimmer gestanden und dort wandert ja alles hin, was ich nicht in meinem Hauptbücherregal stehen lassen möchte und deshalb, ja, sortiere ich halt hin und wieder auch mal dann drüben das Regal aus und bringe mal halt einen ganzen Schwung zum Bücherbaum. Ich gebe nämlich gerne Büchern eine zweite Chance und da es sich um Rezensionsexemplare handelt, finde ich das immer eine sehr, sehr gute Lösung. Ansonsten müsst ihr mal mein Instagram im Auge behalten. Ich blende es euch hier gerne nochmal ein. Denn ich verteile manchmal auch meine Rezensionsexemplare in meinen Stories. Da müsst ihr dann lediglich den Versand bezahlen und gut ist. Ja, warum ich das Buch auch aussortiert habe, ist einfach die Tatsache, dass ich es nicht mehr lesen werde. Es war eine süße Geschichte für zwischendurch. Aber mir hat da wirklich die Tiefe gefehlt. Mir hat die Charakterentwicklung gefehlt. Und ja, die Geschichte war halt auch sehr, 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 sehr vorhersehbar. Ich wusste gleich bei Seite 1 schon, wie das Buch ausgehen wird und genau so ist es auch ausgegangen. Von daher darf es gehen. Nach ewigem Hin und Her habe ich auch beschlossen, dass Fate and Fire ausziehen darf. Ich finde das Buch optisch super, super schön. Aber es ist halt einfach der Reihenauftakt der Nordlichtsaga-Reihe. Und mich haben so viele Dinge in diesem Buch gestört, dass ich mir sicher bin, dass ich Band 2 nicht lesen werde. Und ihr kennt meine Problematik damit, erste Bände im Regal stehen zu lassen, obwohl ich sie nicht mehr lesen werde oder die Reihe nicht fortführen werde. Ja, das habe ich ja auch in meinem Tag erwähnt, dass ich dieses Buch, ja, oder dass ich diese Reihe nicht weiterverfolgen möchte. Es ist zwar schade um das schöne Buch, aber meine Buddy-Read-Partnerin und ich waren uns da doch recht einig, dass das nichts war. Hauptsächlich auch dem Lektorat geschuldet. Und ich muss noch so lachen. Eine von unseren Mädels hat das Buch sich halt auch für den Buddy-Read gekauft. Und das kam an und das war schon komplett zerfleddert. Also da sind wirklich die Seiten, die haben sich vom Buchrücken gelöst. Und sie hat es dann halt zurückgegeben. Und war im Endeffekt dann auch froh, dass sie das Geld wieder zurückgekriegt hat, weil ja, wir alle so genervt davon waren, dass die Protagonisten zum Beispiel halt ständig anders heißen und falsch geschrieben sind. Sorry, ich bin gestochen worden. Soll nicht wundern, warum ich mich hier die ganze Zeit kratze. Ja, und die Geschichte, ja, war jetzt halt auch für mich kein Highlight. Von daher wird es jetzt einfach ausziehen. Es wird mir jetzt einmal kurz das Herz brechen und dann ist auch wieder gut. Bei den nächsten beiden und letzten Büchern, die ausziehen dürfen, werdet ihr euch vielleicht ein bisschen wundern, aber ich habe eine ganz plausible Erklärung, warum die beiden ausziehen, weil normalerweise würde ich das nie, nie, niemals tun. Das erste Buch, jetzt überlege ich mir, wo ich mich anfange. Ich fange mit dem hier an. Da könnt ihr euch vielleicht denken, warum ich es aussortiert habe, weil es mir einfach nicht gefallen hat. Punkt. Aber ich habe das Buch als Rezensionsexemplar vom Verlag bekommen und das ist nicht dieses Buch. Ich werde euch gleich zeigen, warum es nicht dieses Buch ist. Ich habe es nämlich bei der Bücherbüchse auch vorbestellt gehabt, bevor ich die Zusage vom Verlag bekommen habe und habe es natürlich mit Buchschnitt bestellt. Und Achtung Spoiler, wer nicht wissen möchte, wie der Buchschnitt aussieht, ich weiß nicht, ob die Bücherbüchse es nämlich schon veröffentlicht hat. Der swippt mal kurz ein paar Minuten weiter. Das ist der Buchschnitt. Und ich gehe mal davon aus, dass das eine fortlaufende Reihe wird innerhalb dieser Reihe. Aber ich finde ihn jetzt nicht ultra hässlich oder so. Aber ich finde, diese Protagonistin sieht halt einfach nicht aus wie April.
Hier sieht man es ein bisschen. April ist halt oversize und dieses Mädchen sieht irgendwie aus, als wäre sie schlank. Ohne jetzt irgendjemandem auf die Füße zu treten, aber irgendwie passt das nicht. Und ich fand das auch wirklich cool, dass eine Protagonistin mal übergewichtig war. Weil, ja, sind wir mal ehrlich, auf der Welt gibt es nicht nur 90, 60, 90 dürre Püppchen, die sie in den ganzen Romanen etc. immer dargestellt werden, oder wie sie in den ganzen Romanen dargestellt werden. Es gibt einfach auch Menschen, die Hüfte haben, die Bauch haben, die Hintern haben. Und ja, finde ich gut, dass das Thema hier aufgegriffen wurde. Aber meiner Meinung nach, das habe ich auch im Lesemonat damals schon gesagt, hat sich das ganze Buch so gelesen, wie die Autorin verarbeitet da ein Trauma zu ihrer eigenen Figur und fantasiert sich in Fanfiction mit einem heißen Model. Und ich hatte das ganze Buch über, so, kennt ihr das, so unangenehme Gänsehaut, weil ich mich irgendwie total unwohl gefühlt habe beim Lesen, weil April halt so, ja, die hat immer so an dem rumgekrabbelt und da kriege ich direkt schon wieder Gänsehaut. Das finde ich ganz unangenehm. Es war ganz unangenehm zu lesen. Ja, deshalb, ja, weil ich das Rätsel-Exemplar einfach schon habe und mir der Buchschnitt jetzt nicht so gut gefällt, wird das Ganze vermutlich entweder in meinen Insta-Stories oder einfach bei eBay Kleinanzeigen landen. Und das nächste Buch, das ich aussortiert habe, ist Kingdom of the Wicked. Und jetzt werden die Leute fragen, hä? Du hast das Buch doch total gefeiert, warum darf das ausziehen, muss das ausziehen? Ja, passt auf. Ich war heute Morgen noch kurz bei mir in der Buchhandlung. Ich darf ja wieder raus. Ich kann es nicht oft genug erwähnen, es tut mir leid. Ja, und dort lag das Buch noch in der Erstauflage mit dem Original-Buchschnitt. Und ich habe es mir hier in der Chest of Fandoms Edition gekauft. Ich denke, das kann ich jetzt auch ohne Spoiler-Alert zeigen. Das ist schon eine Weile her. Also ja, hier. Hier. Mit der Schlange. Es ist nicht hässlich. Ich finde es eigentlich auch echt cool mit der Schlange. Weil es halt einfach die gleiche Schlange ist wie auf dem Cover. Aber keine Ahnung. Irgendwie sieht das hier nicht aus wie eine Rose. Und hier sind es aber richtige Rosen. Und ich werde einfach nicht 100% warm mit dem Cover. Und deshalb habe ich mir heute Morgen dann ganz spontan Kingdom of the Wicked in Originalausgabe gekauft. Und deshalb wird dieses hier ausziehen können. Das ist also wirklich ein ganz spontaner Griff ins Bücherregal. Ich hatte vor, das Video heute zu drehen, aber es war ganz spontan, dass dieses Buch jetzt auch noch mit auf die Auszugsliste kommt. Aber ich bin sehr glücklich mit dieser Entscheidung und ja, deshalb wird Kingdom of the Wicked auch ausziehen. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die jetzt im Monat Juli bei mir ausziehen dürfen und werden. Ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu den Büchern zu sagen habt. Habt ihr sie gelesen? Fandet ihr sie gut? Fandet ihr sie nicht gut? Teilt ihr meine Meinung, warum ich sie aussortiert habe? Und so weiter und so weiter. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!